Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Holstein Kiel rettete dank eines Eigentor einen Punkt in Heidenheim. Urheberrecht Getty Images. Heidenheim, Holstein Kiel trifft beim 1. FC Heidenheim in der Schlussphase und rettet damit einen Punkt im Aufstiegskampf. Heidenheim hatte das Spiel zuvor gedreht. Holstein Kiel und der erste FC Heidenheim haben im direkten Duell den Anschluss zum Spitzentrio in der 2. Bundesliga verpasst. Heidenheim und Kiel trennten sich am 19. Spieltag 2:2, 2:1 und bleiben mit jeweils 31 Punkten hinter Union Berlin auf den Tabellenplätzen 5 und 6. Alle Highlights der Partie ab 23:15 Uhr live im TV in Sky Sport News HD D2. Bundesliga. Vor 9000 Zuschauern in Heidenheim erzielte Jonas Meffert, Vierter, nach einem Eckball per Kopf den Führungstreffer für die Gäste. Bei seinem Torjubel hielt er ein Trikot des verletzten Kapitäns David Kinzombi hoch. Nur 3 Minuten später traf Heidenheims Top-Torjäger Robert Glatzel mit seinem 9. Saisontreffer zum Ausgleich. Eigentor rettet Kiel. Remi Dennis Tumala erhöhte noch vor der Pause, 37. für die Gastgeber. Durch ein Eigentor durch Timo Beermann, 81. retteten die Kieler das Unentschieden. Tabelle der 2. Bundesliga. Die Heidenheimer, die ohne Kapitän Marc Schnatterer begannen, fanden nach dem frühen Rückstand besser in die Partie und kamen über Konter zu Torchancen. Die Kieler hatten nach dem Rückstand Probleme, Lücken in der Defensive der Gastgeber zu finden. Spielplan der 2. Bundesliga-Anzeige, jetzt das neue Trikot von Heidenheim oder Kiel holen, hier geht's zum Schub. Nach einer Flanke von Kingsley Schindler landet der missglückte Klärungsversuch von Timo Beermann vor dem einschussbereiten Jani Serra im eigenen Netz.